Schiffhäuser Berglauf. Schon die 45. Austragung. Herzlich willkommen im Jahr 2023 zur neuen Streckenchecker-Pistenvorstellung. Wir sind hier am Kyffhäuser in Bad Frankenhausen. Und das ist eigentlich für uns immer so ein bisschen der Auftakt des Mountainbike-Saison. Und deshalb sind wir hier, weil die Strecke sich auch etwas geändert hat zu den Jahren zuvor, wo ich noch mitgefahren bin. Es gibt also einen Marathon- und eine Halbmarathon-Strecke. Und ich zeige euch heute mal die Marathon-Strecke, die es also demnächst zu fahren gibt. Seid dabei beim 45. Kyffhäuser Berglauf. Hier, auf diesem Platz, beginnt der Kyffhäuser Berglauf. Egal welche Strecke man nimmt, Marathon, Halbmarathon oder auch das Laufen, wofür der Kyffhäuser Berglauf natürlich ehrlicherweise eher berühmt ist. Aber hier geht's los und hier starten wir. Auf geht's! Als erstes geht es also leicht ansteigend aus Bad Frankenhausen heraus. Schön auf asphaltierter Strecke. Dass jeder sich erstmal kurz finden kann. Und dann biegen wir demnächst links ab und es beginnt der erste Anstieg. Feldweg. Die Strecke steigt immer leicht an. Wir haben gleich am Anfang ca. 150 Höhenmeter zurückzulegen. Das heißt am Anfang erstmal warm fahren. Der Anstieg wird von hinten raus dann auch immer steiler. Am Anfang ist es relativ flach. Der Weg wird dann schmaler. Und auch steiler, bevor wir den oberen Punkt erreicht haben. Wir biegen dann rechts ab in Richtung Flugplatz. Das erste Mal, wo es bergab geht. Wunderschöner Blick hier oben. Kilometer 5. Sind wir beim Flughafen. Hier können wir noch hoffen, dass kein Wind ist, weil dieses Stück hier sehr windanfällig und es geht immer leicht bergab, richtig Speed am Flughafen entlang. So, wir passieren dann den nächsten Ort und dann geht es erstmal immer leicht bergab durch den Ort durch. Am kleinen Kyffhäuser Bach entlang geht es roundabout 2 Kilometer auf der Straße. Hinten nächsten Anstieg beziehungsweise zur nächsten Abzweigung. In Ischstedt geht es dann wieder auf den Feldweg. Alles immer noch gerade oder leicht bergab. Also hier ein paar Schlaglöcher, aber es rollt bis hier super. Außer wenn Gegenwind ist, dann wird es eklig. Kilometer 10, man fährt dann auf einem guten Radweg, der leicht wellig ist, in Richtung Kyffhäuser Denkmal. Sieht das wunderschön auf der linken Seite. Ach, jetzt einfach irgendwie eine Gruppe zu haben,
dem man sich abwechseln kann. Und ja, das hat die Kraft, sich ein bisschen einteilen kann für die noch kommenden 30 Kilometer. So, kommen dann noch Toledo. Da biegen wir links ab. Immer näher in Richtung Kyffhäuser Denkmal. Aber bevor der erste richtige Anstieg kommt, geht es nochmal ein Stück bergab. Also immer leicht wellig, so kann man es bezeichnen. Und wenn ihr euch die GPS-Koordinaten und das Höhenprofil anschaut, dann sieht man das auch ganz gut. Den ersten Anstieg oder den zweiten Anstieg hinein. Es geht also jetzt relativ lang berghoch. In Summe 300, knapp mehr als 300 Höhenmeter. Immer in Richtung Kyffhäuser Denkmal. Der Anstieg ist relativ moderat, zwischen 5 und 6%. Ihr erwartet euch eine Challenge, also Kopf einziehen. Vielleicht ist der bis dato auch weg. Und dann wird es hinten raus oder im Mittelbereich etwas steiler. Also hier auch wieder, teilt euch die Kraft ein bisschen ein. Hier muss jeder sein Tempo finden. Mit dem Anstieg ungefähr noch 3 Kilometer. Biegen wir rechts ab. Dann wird es richtig steil. Wir finden uns jetzt wieder auf der alten Strecke, aber in entgegengesetzter Richtung. Single Trail mäßig geht es jetzt also berghoch. Ihr hört schon, es ist nicht ohne. Da der vorhergehende Anstieg doch schon zäh ist. Also teilt es euch ein, um hinten raus noch Kraft zu haben. So, wir passieren dann die Kyffhäuser Bergstraße. Direkt um beim Denkmal geht es also links in eine kleine Zwischenabfahrt. Bis dato haben wir von dem Anstieg 200 Höhenmeter erreicht. Also noch 100 Höhenmeter sind bis ganz oben zu überwinden. Geht er mal links ab. Auf die um den Kyffhäuser letztendlich wieder herum. Also sozusagen das Déjà-vu wieder zur alten Strecke, bloß andersrum. Nach ca. 1,5 bis 2 Kilometer biegen wir links ab und es geht dann in den nächsten Anstieg rein. Originalstrecke. Andersrum, oder nicht Originalstrecke, ehemalige Strecke. Also schlecht noch Asphaltweg berghoch. Sind jetzt ungefähr bei Kilometer 22. Man überquert wieder die Kyffhäuser Bergstraße. Harter Gegeneinstieg. Wieder in Single Trail rein. Und fährt in Richtung Fernsehturm. Mittlerweile so immer zwischen 9 und 12%. Also
es geht schon ordentlich hoch. Am Fernsehturm hat man dann den Anstieg nun tatsächlich auch geschafft. Also die mehr als 300 Höhenmeter. Und dann biegt die Strecke rechts ab. Und wir kommen auf einen, ja, gut befestigten Waldweg. Es geht dann erstmal ein bisschen bergab. Passt ein bisschen auf, der Schotter ist relativ glatt in den Kurven. Also nicht zu sehr übertreiben. Man hat aber auch ab und zu mal nur 2-3 Gegenwellen, wo man wieder durchdrücken muss. 29 kommen wir dann zu einem nochmal längeren Anstieg mit ein bisschen mehr als 70 Höhenmeter. Liegen wir im Schnitt immer so zwischen 6 und 8%. Aber es fährt sich trotzdem schon zäh, weil man hat schon ein bisschen was in die Beine und das Rennen wird nicht langsam. Und was noch dazu kommt, Wind. Wenn hier der Wind schlecht steht, wird es wirklich anstrengend. Nachdem wir den Anstieg passiert haben, geht es wieder rechts in den Wald, singletrailmäßig bergab. Und dann kommen wir wieder auf den Feldweg. Und überqueren vorne wieder die Kyffhäuser Bergstraße. Von hier aus sind es also noch ein bisschen mehr als 10 Kilometer bis ins Ziel. Bleiben wir immer noch eine Weile auf dem Plateau hier oben, auf dem Kyffhäuser. Es geht also immer mal wieder gerade, dann leichte Gegenwellenanstiege. Und wir nähern uns sozusagen langsam jetzt Bad Frankenhausen. Kurz vor Bad Frankenhausen kreuzen wir fast wieder die Strecke und dann geht es ab in Richtung Ziel. Jetzt wirklich noch bergab. Therme und ab ins Ziel. Das war sie, die Streckenvorstellung des Kyffhäuser Berglaufs. Zusammenfassung: Die Strecke ist sicherlich nicht die anspruchsvollste, aber das muss sie auch nicht sein. Denn sie ist für jeden befahrbar und das ist das Tolle. Sie ist trotzdem anspruchsvoll in Bezug auf die Anstiege und landschaftlich auch sehr schön. Und natürlich, wenn Wind ist, na dann Halleluja. Also, genießt die Runde, habt Spaß und wir sehen uns beim Kyffhäuser Berglauf.